Von wegen Welcome to the Future. Aber auf jeden Fall willkommen zu Trials Fusion. Oh ja. Und ich habe selten ein Spiel erlebt, das so rumzickt, was Aufnahmen angeht. Ich habe wirklich nur abgekotzt bislang. Ich habe 2 Folgen schon aufgenommen gehabt und festgestellt, hey, ich habe zwar super Ton vom Spiel, aber nicht ein Pixelbild, alles nur schwarz. Und so ein Trials Fusion Hörspiel wollte ich euch dann doch nicht präsentieren. Und naja, jetzt habe ich hier noch so 1-2 kleine Macken. Ich muss nur noch mal ganz kurz, Sekunde, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Was ich sagen wollte, ich habe jetzt natürlich, dadurch, dass ich die 2 Folgen gespielt habe, natürlich leider schon ein bisschen Karrierefortschritt, der sich auch nicht mehr zurücksetzen lässt. Also ich habe das Spiel wirklich einmal deinstalliert, alle Local Files gelöscht und es wird aber leider in der Cloud gespeichert und man kann Ubisoft bzw. Uplay nicht davon überzeugen, dass man gern wieder von Null anfangen möchte. Von daher, nun ja, ich werde die Strecken trotzdem nochmal fahren. Wird ja dann wahrscheinlich auch relativ zügig gehen. Ich fände es jetzt auch blöd, einfach mittendrin einzusteigen. Von daher fangen wir der Karriere, auch wenn an sich schon Goldmedaillen da sind, einfach nochmal von vorne an. Kurz hierzu ein bisschen was erzählt. Die Track Central gibt es, da kann man halt selber Strecken bauen, beziehungsweise Strecken von anderen Spielen. Das werden wir irgendwann später mit Sicherheit machen. Ich habe keine Ahnung, was Pyro Sequencing ist, das ist nämlich noch nicht fertig. Coming soon. Finde ich auch super, schon mal eine Option reinbauen und zum Release einfach nicht drin haben. Ich meine, okay, Konsolen-Release war halt schon vor ein paar Tagen oder Wochen. Und ja, für einen PC-Release war halt gestern. Und naja, gut, ich sage nichts dazu. Multiplayer gibt es in der Version leider nur noch Local. Aber Local-Multiplayer macht eh am meisten Spaß bei Trials. Und Step into the Light, was war das doch gleich? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, das waren so Special-Missionen, wo man so Kram freischalten konnte. Das, da braucht man offensichtlich auch Trials Frontier für. Ich habe noch keine Ahnung. Brauche ich da beides für? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht brauche ich auch noch eins dafür. Werden wir uns auch auf jeden Fall später angucken. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist die Karriere. Und da fangen wir einfach ganz normal mit dem ersten Trainingsprogramm an. Was ich übrigens faszinierend finde, ich habe das Spiel vorbestellt gehabt über Steam und habe da auch schon die Closed Beta spielen können und in der Closed Beta gab es deutsche Untertitel. Die gibt es im Hauptspiel nicht mehr, zumindest nicht über Steam, was ich schon irgendwie relativ seltsam finde, aber okay. Ist halt so, nun gut. Okay, also ich kann quasi B drücken, um am Checkpoint wieder zu starten. Restart der Strecke machen wir jetzt nicht. Das werde ich noch oft genug machen. Und im ersten Moment sieht Trials einfach, für die Leute, die jetzt Trials nicht kennen, nach einem Motorrad-Rennspiel aus. Es ist aber eher ein Geschicklichkeitsspiel. Also es geht wirklich tatsächlich darum, heile am Streckenende anzukommen, eventuell noch irgendwelche Tricks zwischendrin zu machen. Und ja, eben nicht zu stürzen und das Ganze natürlich auch noch in der vernünftigen Zeit zu schaffen. Und das werdet ihr jetzt hier gleich sehen. Da nehme ich das erste Bike für. So sieht der ganze Spaß dann aus. Und ihr seht schon links, da gibt es so Challenges. Da habe ich eine jetzt schon von geschafft. Eher zufällig. Also jetzt nicht eben gerade, weil ich das Spiel gestartet habe, sondern in den vorigen 2 Folgen, die ich schon aufgenommen hatte. Juhu! Das ist nämlich, waren glaube ich irgendwie 10 Flips machen. Und nicht stürzen und naja, dann irgendwann noch ins Ziel kommen. Das könnte eine langsamere Zeit werden. Gucken wir mal. Oh, das wird auf jeden Fall langsamere Zeit. Und da braucht man jetzt nämlich auch mal den Reset-Button, weil wenn man nämlich mit Gold durchkommen will, dann braucht man in sehr, sehr vielen Fällen einfach 0 Stürze. Und für den Fall, ja, fängt man dann einfach die Strecke wieder von vorne an. So ist das bei Trials. Ist halt im wahrsten Sinne Trial and Error.
jetzt gar nicht, ob das... Nein, das war Fail. Oh Gott, ich dachte, das könnte ich besser, nachdem ich das alles schon gespielt habe einmal. Aber nun gut. Vielleicht einfach ein bisschen mehr darauf konzentrieren, nicht so viele Faxen machen. Und auch einfach mal nicht unbedingt eine bessere Zeit fahren wollen, als mein Schatten, der da schon fröhlich vor mir herfährt. Da, da, da. Ja, für die Leute, die Trials kennen, ihr merkt schon, der Unterschied zu Trials Evolution, das ja der Vorgängerteil ist, ist erstmal gar nicht so riesig. Was neu ist, ist eben das Zukunftssetting. Das Zukunftssetting. Und das macht eben dieser ganze technische Schnickschnack im Hintergrund. Das ist alles so ein bisschen neu. Und für die Leute, die Trials nicht kennen, es gibt immer einen großartigen Abgang. Der Motorradfahrer geht eigentlich am Ende immer drauf. Also wirklich immer. Irgendwas fällt auf ihn drauf, er fällt irgendwo runter, irgendwas explodiert. Irgendwas ist da wirklich immer. Was ich ehrlich gesagt sehr unterhaltsam finde. Also das macht die Trials-Reihe auch so ein bisschen aus. So, auch hier hatte ich schon... Ach genau, hier war die Challenge einfach das ganze Ding mit Vollgas durchzuheizen. Was man auch... Ich meine, Gott, das ist halt die zweite Strecke. Da kann man auch einfach mal Vollgas geben. Ah, apropos Vollgas. Es empfiehlt sich übrigens, falls ihr Trials noch nie gespielt haben solltet und irgendwann mal drüber nachdenkt, Trials zu spielen, es empfiehlt sich total, das mit dem Gamepad zu spielen, weil man einfach da die Schultertasten benutzen kann zum Gas geben und zum Bremsen und da dann wirklich kontrolliert sagen kann, okay, ich möchte viel Gas geben, ich möchte wenig Gas geben, ich möchte stark bremsen, ich möchte leicht bremsen und sonst geht das nämlich einfach nur Vollgas und Vollbremsung, das ist irgendwie nicht ganz so geil. Ich meine, gut, ich fahre hier jetzt auch gerade mit Vollgas durch. Das ist auch überhaupt kein Ding. Auch wenn ich deutlich langsamer bin als vorher. Lustigerweise. Wo war ich? Ach genau, bei Vollgas. Also es ist am Anfang überhaupt kein Thema, mit Vollgas durchzuheizen. Aber die Strecken werden halt echt richtig, richtig, richtig schwer. Ich kann auch jetzt schon sagen, ich versuche, solange es geht, Gold zu holen. Aber irgendwann werde ich an den Punkt kommen, wo ich sage, okay... Hier ist Schicht, ich bin mit Silber oder ich bin mit Bronze zufrieden oder ich bin halt zufrieden, wenn ich überhaupt am Ende der Strecke ankomme. Das wird irgendwann einfach nur noch pervers. Also die ersten Strecken hier, die sind wirklich Pillepalle. Auch da muss man sich natürlich schon mal ein bisschen drauf konzentrieren, damit man nicht so totalen Bullshit macht. Aber es könnte alles noch deutlich schlimmer sein und es wird deutlich schlimmer werden. Und das werdet ihr auch relativ bald sehen. Wow, das war nicht so clever. Verdammt, ich hatte vergessen, dass da diese Plattform kommt. Oder dieser Aufzug, eher gesagt. Und da fängt es nämlich schon an. Man muss halt bei Trials echt so ein bisschen... Also zumindest im späteren Verlauf dann auf jeden Fall die Strecken auswendig lernen oder zumindest kennenlernen auf jeden Fall, dass man da Strecken das erste Mal mit Gold schafft, ist extrem selten und ganz ehrlich extrem unwahrscheinlich. Ab einem gewissen Punkt. So... Na, sauberer Absprung, das geht doch. Da springen wir gar nicht so hoch, das finde ich gar nicht so schlecht. Können wir hier nämlich zügiger weg. Lass uns uns das Köpfchen anhauen und sogar noch eine bessere Zeit gefahren. Sehr schön, sehr schön. Und wir fallen hochdramatisch den Abgrund runter, kriegen aber Luftballons. Das möchte ich an der Stelle lobend hervorheben. Luftballons sind nie zu verkennen. So, und ihr seht hier auch schon, man kriegt halt Kram. Also man kriegt halt XP im Singleplayer, man kriegt XP im Multiplayer. Multiplayer ist nur noch local, hatte ich doch schon gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher. Also kein Internet-Multiplayer mehr, sondern nur noch an einem Rechner. Trotzdem ganz spaßig. Und in der Track Central, da kann man halt Strecken bauen, beziehungsweise Strecken runterladen von Leuten, die Strecken gemacht haben. 23 Stück gibt es immerhin schon. Als ich vorhin angefangen habe, gab es glaube ich 7. Also jetzt nicht die Aufnahme angefangen, sondern meine ursprünglich erste Aufnahme vor keine Ahnung wie viel Stunden. Was ja dann leider nur zum Hörspiel geworden ist. So, ich gehe nochmal ganz kurz zur Info.
Man kann hier sich in der Pause auch die Challenges angucken. Da haben wir einmal Complete at least 15 Flips with the Rabbit. Also the Rabbit ist halt ein bestimmtes Motorrad, das müsst ihr erstmal freispielen. Hit the Gyroscope and complete the track in Rider Cam Mode. Da müsste ich erstmal die Gyroscope finden. Da habe ich noch, also es ist wahrscheinlich irgendwas, was ich hier treffen muss. Und One Wheel Wonder, don't allow your front wheel to touch the area between the red lines. Die Red Lines werdet ihr wahrscheinlich relativ gleich erkennen. Also die tauchen dann auf, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt wahrscheinlich schaffen werde. Dass auch eine Schräge ist, die man da hochfährt und da die ganze Zeit ein Wheelie machen, ist nicht so einfach. Ja, das sind hier nämlich die roten Linien und da die ganze Zeit ein Wheelie machen, das ist schon so, naja. Da konzentriere ich mich im Moment lieber drauf, dass ich hier sauber durchkomme. Was ja relativ gut geht bislang. Okay, letzten Sprung gut gemeistert, den letzten schwierigen Sprung. Und schön auf die Fresse geflogen und Feuerwerk, johey. Und sogar noch ein bisschen die Zeit verbessert. Schön, schön. So kann es weitergehen. Und ja, also man steigt im Level auf, da war ich ursprünglich hängen geblieben, da kriegt man Geld für. Geld kann man ausgeben, um sein Motorrad ein bisschen zu pimpen, also optisch, und um den Fahrer ein bisschen zu pimpen, auch optisch. Also wirklich Technik-Tuning oder Leistungstuning gibt es hier nicht. Aber man kann das Ganze ein bisschen aufhübschen oder es hässlicher machen, je nachdem. Und was war denn das gerade für eine Assi-Lache? Ja, Gott, das habe ich schon wieder völlig vergessen, dass hier der Boden einfach wegbricht. 55 is currently closed due to a scurry of mischievous squirrels. Ja, und man spielt mit den Levelaufstiegen spielt man eben auch Sachen frei, also hauptsächlich dann Optik-Upgrades. Und mit den Medaillen spielt man halt weitere Strecken frei, so einfach ein Stück. Oh, hier wollte ich gar nicht springen, aber war trotzdem ganz gut funktioniert. Hier. Ach, nun quäl ich schon da hoch da. Mein Gott. Mist. Verdammt, ein bisschen langsamer. Aber wir trinken trotzdem. Was soll's. Okay, ihr seht schon, die Anfangsstrecken sind nicht wirklich schwer. Ja, jetzt gibt es hier schon das erste Skill-Game am Anfang eines Bereiches. Also, ich sag mal, das sind hier halt die Bereiche. Am Ende eines Bereiches gibt es halt immer ein sogenanntes Skill-Game. Das ist hier in dem Fall Balancing Act. Was heißt, wir müssen... Achso, ich muss erstmal Motorrad auswählen. Die Ladezeiten sind so krass teilweise. Also, das finde ich echt ein bisschen unverschämt fast. Ich meine, okay, die Grafik ist hübsch, aber die Ladezeiten, naja. Sei dahingestellt. Was wir machen müssen, ist ride as far as possible without leaning. Und das ist gar nicht so einfach. Also die Zeit ist da in erster Linie gar nicht so wichtig, aber man darf halt nicht balancieren. Und das ist schon so, Und spätestens da ist man dankbar für Schultertasten, wo man nämlich gezielt Gas mitgeben kann. Oder auch mal sanft anbremsen kann. Ich glaube, 200 Meter waren es für Gold. Man brauchte... Oh, da hätte ich vielleicht nicht bremsen sollen. Ja, ich mache noch mal einen Versuch. Und wir haben ja prinzipiell die Goldmedaille da. Also das ist eigentlich auch jetzt gerade noch mal mehr so zum Zeigen. Okay, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ihr merkt schon, Trials hat auch schon so ein bisschen das... Ah, es muss doch zu schaffen sein, verdammter Hacke. Also so ein bisschen... Naja... Man kennt das hauptsächlich, glaube ich, von Super Meat Boy. Dass man so, ach komm, ein Versuch noch, ah, ein Versuch noch, ah, ein Versuch noch, das muss doch, also, ah, ein Versuch noch. So ist das bei Trials eben auch. Irgendwann wird es, also zumindest mir, in den letzten, also in den schweren und in den Expertenleveln einfach irgendwann zu krass. Da setzt mein Skill dann einfach aus, beziehungsweise ist dann einfach nicht mehr da. Oder er reicht halt einfach nicht aus. So, 200 Meter haben wir. Oh, ich glaube, bis hierhin bin ich letztes Mal gar nicht gekommen.
Gott. Da falle ich ja eher rückwärts wieder runter. Ja, okay. Aber okay, ich glaube, letztes Mal hatte ich nur auf jeden Fall ein neuer persönlicher Rekord. Das ist doch hübsch. Den nehme ich gerne mit. So, also damit hätten wir den ersten Bereich quasi auch schon durch. Relativ unspektakulär mit seinem Training, 5 Strecken und, ne? Oh, man sieht, es werden mehr Strecken in der Track Central. Sehr schön. So, ich spare, wo wir das zweite Trainingsprogramm nehme ich eben nochmal mit. Nicht, weil ich es bräuchte, sondern einfach, um ein, zwei Sachen zu zeigen. Und da auch schon Sachen erklärt werden, wo man dann sieht, okay, es wird irgendwann doch ein bisschen schwieriger. Ja, da fängt es nämlich schon an. So, Zauber runtergekommen, sogar mit Looping, den hätten wir gar nicht gebraucht. Aber apropos Looping. Ja, ich weiß, wie ein Backflip geht. Auch sowas kommt dann in regulären Strecken einfach mal vor. Und wenn man das nicht weiß, dann natzt einen das zwischendurch mal ganz gerne. Okay, vorwärts lehnen kann ich. Und ab gegen die Wand. Ja, sehr schön. Damit haben wir jetzt das zweite Motorrad freigeschaltet, was ich auch gerade schon gespielt habe. Was ich auch schon eingefärbt habe. Das ist normalerweise nicht so lila und pink. Aber ich fand es ziemlich super. Aber wo wir schon dabei sind, ich werfe mal einen Blick in die Garage. Da gibt es nämlich beim Rider auch eine ganze Menge Klamotten, die man auswählen kann. Und da muss ich gleich eine Sache auf jeden Fall machen. Ich brauche einen Helm unbedingt wieder. Den habe ich gekriegt, weil ich es vorbestellt habe. Das ist so total sinnlos. Also ich habe es jetzt nicht deswegen vorbestellt, sondern ich hätte es halt eh gekauft. Und habe ich gedacht, okay, es kostet halt zum Release genauso viel wie im Vorverkauf. Haben will ich es zum Release, dann kann ich es halt ja dann auch einfach direkt vorbestellen. Und da gab es aber einen großartigen Helm, nämlich diesen hier. Den finde ich extrem super. Er ist so unfassbar hässlich, aber ich will ihn total haben. Ich finde ihn spitze. Und eine andere Hose nehme ich da jetzt auch nochmal mit. Nee, nicht die. Nee, wo ist es denn? Outsider, das war's. Genau. Die Hose dazu, ich finde, die macht sich da ganz gut. Ein Traum. Ich finde es super. Und ja, bei den Bikes, ich gucke auch mal ganz kurz rein, damit ihr es hier sehen habt. Und das ist auch schon wieder so eine Sache, wo ich denke, so, Alter, Ladezeit, was geht denn da ab, bitte? Also, naja. Ich meine, der muss ja jetzt echt nichts Aufwendiges laden. Aber er lädt und lädt und ich habe echt keinen langsamen Rechner. Naja, das sind also die Bikes. Da gibt es 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück gibt es insgesamt. 2 haben wir bislang, den Rest werden wir anlocken. Und ja, man kann halt die Farbe der Räder ändern. Seht schon, ne? Will ich jetzt aber eigentlich gar nicht. Ich finde das Pink Bike gerade ziemlich super. Kann ich den Bodykit inzwischen ändern? Nee, da brauche ich eine Goldmedaille bei Crank. Klingt nicht so, als könnte ich das, aber ich lasse mich mal überraschen. Gut, wir fahren weiter mit dem Pink Bike. Wir fahren weiter mit dem Pink Bike, wollte ich sagen. Das allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich soweit ganz herzlich fürs Zugucken. Hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Trials-Folge wieder mit dabei. Ich denke, dann kommen wir auch schon mal wieder zu den Strecken, die ich noch nicht gespielt habe. Wo es dann auch für mich ein bisschen interessanter wird und wo es, glaube ich, dann auch ein bisschen interessanter zum Zugucken wird. Von daher, ja, bis zur nächsten Folge. Wünsche ich noch eine angenehme Zeit und macht's gut, haut rein und tschüss.